Im Alltag nutzen wir bewusst oder unbewusst ständig Zahlen, um Quantitäten zu bestimmen, beziehungsweise um etwas zu messen. Zum Beispiel beim Backen von Pfannkuchen. Wir brauchen unter anderem 3 Eier, 150 Gramm Mehl und 200 Milliliter Milch. Wir lassen den Teig 30 Minuten ruhen und wenden den fast fertigen Pfannkuchen zweimal in der Pfanne. Die Zahlen stehen hier einmal für konkrete Gegenstände, in diesem Fall die Eier, 1, 2, 3. Bei Mehl und Wasser ist das schon schwieriger. Mehlstaubkörner möchte man nicht wirklich zählen, ebenso wenig wie Wassertropfen. Und sind das wirklich schon Einheiten? Beim Mehl und beim Wasser nutzen wir eine Maßeinheit, Kilogramm oder Liter. Und auch hier spielen Zahlen eine Rolle. Um das Verstreichen von Zeit zu messen, beziehen wir uns auf periodische Referenzgrößen, die wir zählen. Beispielsweise den Wechsel von Tag und Nacht, die Schwingungen von Quarzkristallen oder die Schwingung von Cäsiumatomen in Atomuhren. Schließlich nutzen wir auch dieselben Zahlen, um Tätigkeiten wie das Wenden von Pfannkuchen zu zählen. Es ist aber gar nicht selbstverständlich, dass wir für alles dieselben Zahlwörter verwenden. 5 Elefanten sind definitiv etwas anderes als 5 Mäuse. Und warum sollte man Studierende und Sitzplätze im Hörsaal mit denselben Begriffen belegen, beziehungsweise mit denselben Zahlwörtern zählen? Dass wir heutzutage einen so abstrakten Zahlbegriff benutzen, ist eine große mathematische Errungenschaft. Eine Errungenschaft, die das erste Mal bei den alten Griechen beobachtet wurde. In älteren Kulturen hingegen gab es für unterschiedliche Objekte, die man zählen wollte, unterschiedliche Zahlwortreihen. Ein Beispiel für eine Sprache, in der man noch heute Überbleibsel für verschiedene Zahlwörter und Zahlwortreihen findet, ist Japanisch. Ich bedanke mich bei Monika Unkel, Professorin für Fremdsprachendidaktik Japanisch an der Universität zu Köln, dass sie sich die Zeit nimmt, um uns ein bisschen etwas über japanisches Zählen und japanische Zahlen zu erzählen. Monika, vielen Dank. Ich bin gespannt auf das, was du uns erzählen möchtest. Ja, vielen Dank, lieber Benjamin, für die nette Begrüßung. Als ich vor einiger Zeit von dir gefragt wurde, ob ich nicht etwas zum Zählen auf Japanisch sagen könne, habe ich zugesagt, auch wenn ich nicht so gern in Videochannels unterwegs bin. Aber deine Serie Benjamin Rott hat mich überzeugt, mitzumachen. Allerdings ist es nicht ganz so einfach, sprachwissenschaftliche bzw. fremdsprachendidaktische Anliegen und mathematische Fragestellungen für beide Seiten zufriedenstellend zu behandeln. Ich hoffe aber trotzdem, dass mir das einigermaßen gelingen wird, wenn ich jetzt hier im Folgenden über japanische Zahlen und Numeralklassifikatoren oder Zähleinheiten spreche. Vielleicht erst einmal die gute Nachricht für alle diejenigen, die Japanisch lernen wollen. Zahlen werden im Japanischen im Vergleich zum Deutschen relativ regelmäßig gebildet, sodass sie nicht so kompliziert sind wie die deutschen Zahlen. Dennoch weist die japanische Sprache einige Besonderheiten auf, die das Zählen zu einer gewissen Herausforderung machen können. Es gibt zwei Möglichkeiten im Japanischen zu zählen: eine ursprünglich japanische Zählung und eine aus dem Chinesischen übernommene Zahlenreihe. Das sind die sino-japanischen Zahlen. Die ursprünglich japanische Zählung geht allerdings nur von 1 bis 10 und heißt Hitotsu, futatsu, mitsu, jotsu, itsutsu, mutsu, nanatsu, yatsu, kokonotsu und to. In der Kana-Silbenschrift, die man im Japanischen verwendet, sieht das dann so aus wie hier in der zweiten Zeile unter den mit unseren lateinischen Buchstaben geschriebenen Wörtern. Und in den sino-japanischen Schriftzeichen, den Kanji, da sieht das Ganze dann so aus, wie es hier in der dritten Zeile steht. Wobei das, was bei jeder Zahl am Ende steht, nämlich das zu, also dieses Zeichen, das gehört eigentlich gar nicht zu der Zahl, sondern das ist auch schon ein Numeralklassifikator. Aber dazu kommen wir später noch. Die Kanji alleine, also hier diese Zeichen, die sino-japanischen Zeichen, die Kanji alleine kann man auch schreiben und die werden dann benutzt, um sino-japanisch zu zählen. Und dann liest man das Ganze Ichi, ni, san, shi, go, roku, shichi, hachi, kyu und ju. Das heißt, wenn jemand Judo oder Karate macht, dann kann das durchaus sein, dass man das vom Zählen her kennt. So weit, so gut. Aber nun kommen wir zu der eher herausfordernden Seite des japanischen Zählens. Und das wiederum ist aus meiner Sicht auch für Mathematiker nicht uninteressant. Denn wie Benjamin eben gesagt hat, ist es ja eigentlich nicht dasselbe, ob man Elefanten oder Mäuse, Studierende oder Sitzplätze im Hörsaal zählt. Die sino-japanischen Zahlen werden im Japanischen zwar für alle Zählungen gleichermaßen benutzt,
aber an jede Zahl wird zusätzlich ein Numeralklassifikator angefügt. Der richtet sich dann danach, was gezählt wird, also zum Beispiel Menschen, flache Gegenstände, kleine Tiere, große Tiere und so weiter. Diese Arten des Zählens haben die Japaner aus China übernommen. Und außer in Japan und China wird so auch in Korea und in einigen anderen ostasiatischen und südostasiatischen Staaten, wie zum Beispiel in Vietnamesisch, in Thai, in Laotisch oder in Indonesisch gezählt. Nun könnte man ja meinen, das sei so ähnlich, wie wenn wir eine Währung oder eine Maßeinheit wie Gramm oder Liter an eine Zahl anfügen. Im Gegensatz zu diesen geben die Numeralklassifikatoren eine Eigenschaft des Gezählten an, die nicht unbedingt mit einem einzigen Wort wiedergegeben werden kann. So werden dünne, flache Gegenstände mit Mai, längliche, zylindrische Gegenstände mit Hon. Und Fahrzeuge oder Elektrogeräte mit Dai gezählt. Ich hatte eben schon gesagt, große Tiere und kleine Tiere werden unterschiedlich gezählt. Es gibt noch andere Zähleinheiten für Tiere, aber hier wollen wir uns mal auf die großen Tiere, die mit To, Kopf, beziehungsweise die kleinen Tiere, die mit Hiki, kleines Tier, gezählt werden, konzentrieren. Dabei geht die Wahl des Numeralklassifikators nicht von dem einzelnen Gezählten, sondern von seinem Prototypen aus. So werden Elefanten als große Tiere beispielsweise mit To und Mäuse als kleine Tiere beispielsweise mit Hiki gezählt. Nun könnte man ja auf die Idee kommen, dass zwar ein ausgewachsener Elefant mit To gezählt wird, ein kleiner Elefant jedoch mit Hiki. Das ist allerdings nicht der Fall. Denn der Prototyp des Elefanten zählt zu den großen Tieren. Das heißt, auch der kleine Elefant wird mit To gezählt. Aber auch die Eigenschaft ist nicht immer auf den ersten Blick erkennbar. So werden dünne, flache Gegenstände mit dem Numeralklassifikator Mai gezählt. Damit zählt man zum Beispiel Papier, also Blätter, Briefmarken, Teller, Taschentücher, T-Shirts oder auch CDs. Nicht für jeden ist also sofort ersichtlich, dass sie alle gleich gezählt werden. Ursprünglich existierten im Chinesischen je nach Zählung wohl bis zu 600 Zähleinheitswörter und auch für das Japanische gibt es Untersuchungen, die von bis zu 360 Numeralklassifikatoren ausgehen. Glücklicherweise beschränken sich JapanerInnen jedoch im Allgemeinen auf deutlich weniger Nominalklassifikatoren. Die ursprünglich japanische Zahlenreihe, die wir am Anfang hatten, mit der man ja nur bis 10 zählen kann, wird zum Beispiel für das Alter bis 10 Jahre, für Speisen und Getränke, die man im Restaurant oder im Café bestellt, für kleine dreidimensionale Objekte wie zum Beispiel Mandarinen, für abstrakte Bezeichnungen wie Gründe oder Vorschläge oder auch als Ersatz, wenn man nicht weiß, welches der richtige Numeralklassifikator ist, verwendet. Letzteres ist aber für MuttersprachlerInnen nicht in jedem Fall akzeptabel und funktioniert ja auch nur mit den Zahlen bis 10. Zahlen, die größer als 10 sind, und das ist jetzt vielleicht wieder für den Mathematiker ganz interessant, kann man aber nur mit den sino-japanischen Zahlen bilden. Und das ist wiederum die gute Nachricht für diejenigen, die Japanisch lernen wollen. Diese Bildung von den Zahlen erfolgt nun ganz regelmäßig. Also wir haben jetzt hier die 11 und die wird gebildet aus 10 plus 1. Das Plus wird im Japanischen nicht genannt. Das ist jetzt hier nur drin, damit man sozusagen die Bildungsregel sehen kann. Und das heißt dann Ju Ichi. Ju ist 10 und Ichi ist 1. Die 12, auch so eine Zahl, wo man sagen muss, ist ja nicht sehr regelmäßig im Deutschen. 10 plus 2, Juni. Und so geht das weiter. Wollen wir dann mehrere Zehner haben, also zum Beispiel die 20, dann kommt die Multiplikation hinzu, nämlich 2 mal 10, Niju. Und wenn ich dann die 21 haben will, dann habe ich 2 mal 10 plus 1, also Niju Ichi auf Japanisch. Und die 30 ist dann ganz genauso 3 mal 10, Sanju. Das geht so weiter bis 99. Für 100
gibt es dann eine neue Einheit und die heißt Hyaku. Und dann geht es wieder ganz normal weiter wie bisher auch, nämlich 2 mal 100 sind Nihyaku und so weiter. Da gibt es so ein paar kleine Abweichungen drin. Das heißt, in der Zahlbildung verändern sich manche Konsonanten in der Aussprache, aber ansonsten funktioniert das weiter so bis 1000. 1000 ist nämlich die nächste Einheit und 1000 heißt auf Japanisch Zen. Und die Bildung danach ist wieder ganz genau, regelmäßig 2 mal 1000 sind Nisen und so weiter, auch wenn es ein paar kleine lautliche Veränderungen gibt bei den Zahlen. Wenn ich also 2021 sagen will, dann muss ich auf Japanisch entsprechend 2 mal 1000 plus 2 mal 10 plus 1, also Nisen Niju Ichi sagen. Wenn ich das Ganze für das Jahr 2021 sagen will, dann heißt das auf Japanisch genauso Nisen Niju Ichi. Ich brauche dann am Ende allerdings noch den Numeralklassifikator für Jahr hinten dran. Ich kann mir vorstellen, dass alle, die sich mit Mathematik beschäftigen, ganz begeistert sind, dass die japanische Sprache so regelmäßig mit Hilfe der Grundrechenarten Addition und Multiplikation funktioniert. Vielleicht für manche Mathematiker auch zu einfach, aber es ist natürlich leichter, als wenn wir jetzt auch noch Subtraktion oder Division dabei hätten. Gerade für Leute, die die Sprache lernen, wäre das dann eher kompliziert. Dennoch bieten die größeren Zahlen im Japanischen noch gewisse Herausforderungen. So ist für SprecherInnen europäischer Sprachen die Einheit 10.000, die auf Japanisch Mann heißt, doch sehr ungewohnt. JapanerInnen zählen dann ein Zehntausender, 1 mal 10.000, Ichiman, 2 Zehntausender, Niman und so weiter. Je mehr Nullen die Zahl bekommt, zum Beispiel eben schon 10 mal 10.000 sind 100.000, desto komplizierter wird das Ganze für uns und desto ungewohnter ist es auch. Denn das Ganze geht so weiter bis 10 Millionen. 10 Millionen sind 1.000 mal 10.000, also Senman. Man behilft sich dann als Nicht-Mathematiker immer damit, die Nullen zu zählen und dadurch herauszufinden, ob man denn die richtigen Zahlen kombiniert hat. Aber damit nicht genug. Es gibt auch noch eine Einheit für 100 Millionen, die Oku heißt. Also 100 Millionen, 1 mal 100 Millionen, Ichi Oku. Und man könnte ja jetzt meinen, so große Zahlen, da kommt man gar nicht so schnell hin. Aber wenn man sich klar macht, dass der Euro in japanischen Yen so als Faustregel immer mit 100 multipliziert werden muss. Im Moment ist der Wechselkurs zwar bei 125, aber mal 100, das heißt 2 Nullen mehr, dann kommt man in Yen eben ganz schnell auf größere Summen, was die Sache ebenfalls ein bisschen komplizierter macht. Kommen wir jetzt zur Zusammenfassung. Welche Besonderheiten lassen sich für das Japanische, für die Zahlen bzw. für das Zählen festhalten? Da gibt es zunächst einmal zwei Sets von Numeralia, die gleich geschrieben, aber unterschiedlich ausgesprochen werden. Ein ursprünglich japanisches Set mit den Zahlen von 1 bis 10 und ein aus dem Chinesischen übernommenes Set, das auch für Zahlen größer 10 verwendet wird. Beide Sets verwenden Numeralklassifikatoren. Das ursprünglich japanische Set verwendet nur eine Sorte. Die sino-japanischen Zahlen können eine Vielzahl von Numeralklassifikatoren verwenden, die sich meist aus der Beschaffenheit des Gezählten ableiten. In der modernen japanischen Sprache kommt man aber in der Regel mit einer überschaubaren Zahl von Numeralklassifikatoren ganz gut zurecht. Ich hoffe, dass ich heute denjenigen, die sich schon immer gern einmal mit der japanischen Sprache beschäftigen wollten, eine kleine Anregung bieten konnte, das doch auch einmal in die Tat umzusetzen. Aber ich würde mich auch freuen, wenn diejenigen von Ihnen, die sich im Hinblick auf die Mathematik für die Besonderheiten des Zählens in verschiedenen Sprachen und Kulturen interessieren, etwas aus meinen Ausführungen mitnehmen konnten. Und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Ganz vielen Dank für diese spannenden Ausführungen. Vielleicht darf ich noch ein, zwei Nachfragen stellen. Wenn ich jetzt zwei Zahlwörter aneinanderreihe, dann wird ja entweder addiert oder multipliziert. Das muss ich dann aus dem Kontext erschließen. Ob das Genau, das jetzt muss ich aus dem 1000 Kontext. mal 1000 ist Ja, oder genau. 10 plus Also, 2 oder 2 mal 10, da hängt es von der Reihenfolge ab. richtig, es kann immer nur die Zahl, die multipliziert wird, die erste Zahl muss kleiner sein als die zweite. Also das heißt, 1000 mal 1000 gibt es nicht, sondern es gibt sozusagen, es gibt 1000 Zehntausender, aber nicht 1000 Tausender. Okay, das erklärt, warum es so eine komische neue Einheit bei 10 Millionen gibt und dann wieder bei 100 Millionen. Und Richtig, okay, so ja, spannend. Und wie sieht das im Alltag aus im Schriftbild? Nutzen die Japaner da eigene Zeichen oder haben sich da auch die arabischen Zahlzeichen durchgesetzt, die wir nutzen? also es ist tatsächlich so, wenn man waagerecht schreibt auf Japanisch, dann nutzt man arabische Ziffern und wenn man senkrecht schreibt, dann nutzt man die aus dem Chinesischen übernommenen sino-japanischen Zeichen, die Kanji. Also man könnte auch im Alltag waagerecht mit Kanji schreiben, aber das macht man in der Regel halt nicht. Und gerade wenn man in die Region über 1000 kommt, dann verwendet man sehr oft eben arabische Zahlen, weil das viel ökonomischer ist. Weil ich normalerweise natürlich die Zehner sozusagen und die Hunderter als Zeichen auch noch schreiben muss. Also diese Einheiten sind ja Zeichen, einzelne Zeichen. Und das heißt, wenn ich sozusagen 1945 schreibe, dann hätte ich 1000er, 900er, also 9 und 100, da müsste ich beides schreiben, dann schreibe ich 4 und 10 und dann schreibe ich 5. Das wären so die Sachen, das ist nicht ökonomisch und deswegen verwendet man dann entweder nur, wenn man senkrecht schreibt, verwendet man dann nur die Zahlen sozusagen als Ziffern. Okay, und jede Zeile ist dann eine andere Einheit im Dezimalsystem. Zehner, Genau, Hunderte. richtig. Oder wenn man eben waagerecht schreibt, macht man es normalerweise mit den arabischen Ziffern, weil es viel, viel ökonomischer ist. Ja, spannend. Also ganz vielen Dank für diese Einblicke in die japanische Zählweise und die japanischen Zahlen. Ja, es gibt natürlich noch viele andere Dinge, die auch interessant werden. Zum Beispiel, wir zählen ja so rauf. In Japan zählt man rein. Man fängt nicht unbedingt an, wenn man zwei zeigen will, würden wir vielleicht mit Daumen und Zeigefinger arbeiten. Auf Japanisch verwendet man dann eher Zeigefinger und Mittelfinger und noch vieles andere mehr. Also auch so im nonverbalen Bereich gibt es dann Unterschiede, wie man zählen kann. Ich sehe schon, wir können das alles nochmal vertiefen. Jetzt sage ich an dieser Stelle aber nochmal ganz vielen Dank. Und Bitte gerne. genau, vielleicht sehen wir uns nochmal wieder in diesem Format.